Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 3, wo wir die Nacht wieder erreicht haben. Wir haben immer noch einen Sonnentempel vor uns und hier ist auch noch eine Insel des Guten und überhaupt ist eigentlich noch viel zu viel hier auf der Oberwelt los. Deshalb nutzen wir jetzt die 10 Minuten, die uns noch bleiben, Zeit, den Müll rauszubringen. Um genau das, den Müll rauszubringen. Ach ja, genau, das war ja das Problem, vor dem wir hier standen. So, bitte einmal alle Dämonen da vorne hin. Und diesen Krieger da hauen. So, vielen Dank. So, dann holen wir uns den nächsten, den Schützen. Der wird sich wahrscheinlich nicht wirklich bewegen. Ja, wofür auch, er hat seine Kanone. So. Den Lehrling müssen wir auch wegsnipen. Seid ihr schon wieder doof? Warum greift ihr denn alles mögliche gleichzeitig an? Tötet ihn um. Heilerin. Und dann den den Magier. So, während die da wie wild auf den Veteranen einprügeln, holt ihr euch mal den Wächter. Den letzten Veteranen, bitte. Es ist Zahltag. Ja, Zahltag ist okay. Alles auf den. So, bitte mal du. Du hast den Turm. Ich brauche eine Nagadine halt. Sehr schön. So, hier ist ein Buch Lebensverbesserung. Das kann man auch kriegen. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Aber das Einzige, was hier gerade stirbt, sind Zombies, damit kann ich nicht das Leben. So, bitte weg mit dem Sonnentempel. Die Sonnentempel waren zerstört. Heulen und zahnes Geknirsch war aus Seestadt vernehmlich. Denn für diese Sonnenbadjünger würden nun schwere, finstere Zeiten anbrechen. Aber natürlich hatten sie ganz andere Probleme, denn alsbald würde die Armee des die Sonne hassenden Bösen vor den Toren stehen. So sieht es aus. Sonne. Selbst als gute Dunkelelfe habe ich das helle Ding da oben immer verabscheut. Widerlich. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt widersprechen, aber wir Dunkelelfen sind tatsächlich nicht für längere Ausflüge in der Sonne gemacht. Außer mit einem Lichtschutzfaktor, der auch bei Vampiren anschlagen würde. Ja, aber die kaufen immer alle Vorräte auf. Verdammte Vampire. Ja, definitiv. Verdammte Vampire. Glücklicherweise müssen wir, wenn wir später Vampire kriegen, kleiner Spoiler hier, nicht darauf achten, dass die nur in der Nacht rauskommen, denn eigentlich gibt es keinen Tag- und Nachtwechsel, den gibt es nur hier. Und hier haben wir keine Vampire, wer hätte es gedacht. So, dann können wir uns da vorne mal die nächsten Verteidiger schnappen. Ach ne, schnappen wir uns erstmal diese Schurken da. Vielen Dank. Der Wächter stimmt auch schneller, als er gucken kann. Es ist da eigentlich noch ein Typ am Holzfällen. Ist der doof? Und ja, die Antwort lautet definitiv ja. So, da oben steht eine Balliste. Das ist natürlich nicht nett. Thanos muss sterben. Aber auch damit werden wir fertig. So, und die einzigen Probleme werden dann hier die beiden Kanonen sein. In Kombination mit diesem Spawnzelt, was da noch steht. So, bitte mal auf die Priesterin. Einfach weil wir das Mana gerade haben. Vielen Dank. So, hier liegt wieder ein Buch. Kritische Treffer. Wen soll ich massakrieren? So,
Die dunkle Macht erfüllt mich. Einfach weil. So, ihr seid wieder voll geheilt. Sehr schön. So, noch können wir die Nacht ausnutzen. Was gibt es? Bitte mal alle die Dieben verdreschen. Oh, da können wir eigentlich diese Nacht doch mal endlich aufräumen, ne? So, was haben wir da vorne? Nichts Bedrohliches. Dieses Tor hält zu viel aus. So, unsere Orks sollten trotzdem mal ein bisschen geheilt werden. Natürlich stehen da hinten noch Türme. Wer hätte das gedacht? Könntet ihr jetzt mal bitte hier ein bisschen schneller voran haben? So, sehr schön. Dahin, außer ihr. Euch brauche ich mal wieder. So, in der Hoffnung immer schön, dass der Kanonenturm nicht so eine Reichweite hat. Da unten? Ne, da unten stehen keine Gegner. Gut. Die 5 und die beiden Gebäude. Würde ich jetzt mal spontan tippen. Sag ich doch. Sehr schön. So. So, haben wir den Veteran kaputt und danach zerstören wir diesen Kanonenturm. Und dann können wir für heute auch diese Folge, beziehungsweise diese Mission beenden. Nicht diese Folge, das wäre ein bisschen sehr kurz. So. Vielen Dank. Und Seestadt ist unserer. Seestadt war vernichtet. Wieder einmal hinterließen Talia und die Armeen des belanglosen Bösen eine Schneise der Verwüstung. Eigentlich verwunderlich, dass Thanos sie noch nicht aufgespürt hatte. Man sollte ihm den Titel schlechtester Fährtenleser aller Zeiten verleihen. Ja, das stimmt. War noch nie seine Stärke, auf Details zu achten. Details? Wie eine brennende Stadt? Ja, er hat mir das große Ganze im Auge. Bald hat er meinen Dolch im Auge. Du bist so brutal. Ganz was anderes. Wird es diese Tag- und Nachtwechsel ab jetzt immer geben? Nein, weil das lag nur an diesen Sonnentempeln, dass die Tage wie im Flug vergingen. Ich dachte an der frischen Meeresluft. Das auch, ja. Seestadt war vernichtet.
Nun war es an der Zeit, zur Termiteninsel überzusetzen, um dort gegen die mächtige Jaina Overproud zu bestehen. Ja, die kommt nämlich als nächstes. Und zwar der Fürst der Hölle. Auf der Termiteninsel. Talia hatte die Termiteninsel erreicht. Es war die Zeit gekommen, um sich für den Sturm auf Dol'Aran und den Kampf gegen Jaina Overproud vorzubereiten. Ja. Wir kriegen auf jeden Fall eine sehr nützliche Einheit, nämlich Skelette. Weitere Fernkampfeinheiten. Der Stotzer fiel wie eine Sandburg dazu noch unter den Füßen eines Vierjährigen und wurde danach, ganz nach alter Sitte, geplündert. Doch so befriedigend dies auch war, war es doch nur ein Fischstäbchen im Ozean des Guten. Das vorrangige Ziel des wasserscheuen Bösen war es, die großartige Flotte der Stadt zu kapern, die im Gegensatz zu den hordischen Schiffen nicht wie eine Rotte von Bleienten sank. So wurden die Kreaturen von Talia an Bord gescheucht und die Segel gehisst. Während im Hintergrund die rauchenden Trümmer der Stadt verschwanden, nahm das Schiff Fahrt zur Termiteninsel auf. Auch wenn natürlich niemand dieses tolle Bild sah, da sich jeder, hey, ich sagte jeder, auf das Ziel konzentrierte. Diese Insel also war der Herrschaftssitz von Jaina Overproud. Jaina war hübsch und gutherzig und damit natürlich absolut verachtungswürdig. Als wäre das nicht schon Grund genug, sich mit ihr zu befassen, war sie außerdem auch noch eine Kumpeline von Thanos. Jaina regierte von Dol'Aran aus. Ach, Dol'Aran, Heimat der arkanen Magie und der Hochfinanz gleichermaßen. Ekelhaft. Nach ihrer Anlandung machte sich die Armee des gemächlichen Bösen langsam auf den Weg nach Dol'Aran. Doch bevor man sich Jaina stellen würde, wäre es von Vorteil, weitere, mächtigere Verbündete zu gewinnen. Ja, und da machen wir uns natürlich sofort dran. Und zwar mithilfe von... Na komm. Talia und die restlichen Teile der Armee des kaltblütigen Bösen hatten die Termiteninsel erreicht. Hier herrschte die geltungssüchtige Magierin Jaina Overproud in ihrer magischen Finanzhochburg Dol'Aran. Mit dieser Hexe werde ich kurzen Prozess machen. Wir bauen einfach eine Armee auf und hauen alles platt, so wie es schon zuvor funktioniert hat. Wobei, es stellt sich die Frage, was zum Teufel ist das für ein komischer Raum? Wozu ist der gut? In der Tat, das war eine hervorragende Frage. Natürlich war das ein, wartet mal kurz. Ein Moment noch. Das ist ein Höllenschlund. Ein Höllenschlund ist ein Portal direkt in die Hölle. Wofür wir das brauchen, fragt ihr euch? Wiederum eine ausgezeichnete Frage. Ah, hier. Natürlich, weil wir einen Grubenlord beschwören wollen. Das sich mit dem Dämonikon auskennende Böse plante, einen Grubenlord nach Dol'Aran zu führen, um so ein Ass im Ärmel im Kampf gegen Jaina Overproud zu haben. Ein genialer Schachzug, möchte ich sagen. Okay, Grubenlord hört sich gut an. Ich stelle mir einen mit Muskeln gestählten Typen vor und... Egal, wie kriegen wir das hin? Nun, dazu sind ein paar Zutaten nötig, die wir dann der Einfachheit halber in den Höllenschlund werfen. Wir brauchen Leichenstaub. Allerdings muss das Zeug von der Termiteninsel stammen. Wir können ihn also nicht einfach von unseren Zombies abschaben, sondern müssen es von den lokalen Ruhestätten organisieren. Und? Zehennägel? Das ist ja einfach. Oh, die eines Zentauren. Glücklicherweise sollte es hier ein paar Lager dieser primitiven Wesen geben. So ein Zufall. Außerdem brauchen wir noch Wurmglibber. Stimmt ja, ich muss auch wieder mal ein paar Flaschen einkaufen. Und Spinnenbeine. Solch Viehzeug werden wir wahrscheinlich hier im Untergrund finden. Schätzungsweise früher, als dem angespannten Bösen lieb sein wird. Definitiv. Ach ja, ein paar gut abgehangene und dummerweise lebendige Helden braucht es auch noch.
Die werden sich da nicht so einfach reinwerfen lassen. Hier braucht es wohl noch einen Plan. Darüber können wir uns später noch Gedanken machen. Die anderen Dinge bekommen wir ja auf einfachem Wege. Durch einen fairen Austauschhandel? Durch Töten! Jo. Und die anderen Dinge holen wir uns wirklich relativ einfach. Und auch die lebenden Helden sind kein Problem. Denn wir haben nicht nur angezeigt bekommen, dass wir als neue Einheit die Skelette kriegen, sondern wir kriegen gleichzeitig auch noch das Verlies mit. Und das Verlies ist eben zu zweierlei Dingen gut. Punkt 1, es sorgt dafür, dass Helden erstmal eine Zeit lang in unserem Dungeon in Anführungszeichen leben können. So. Wenn sie... Also sie verlieren währenddessen konstant Leben. Das wird auch alles später nochmal erklärt, aber ich mache das jetzt ganz kurz, weil ich kann es halt. So. Wenn die so gesehen dann in ihrem Verlies gestorben sind, die Helden, kriegen wir Bösartigkeit. Was immer schon mal ganz praktisch ist. Es ist leider nicht sonderlich viel, aber besser als nichts, ne? So. Des Weiteren entstehen dadurch Skelette. Was ganz praktisch ist. Skelette sind wie Zombies in diesem Spiel. Sind halt sozusagen Fernkampf-Zombies. Wir können einen Trupp aus bis zu 4 Skeletten kontrollieren. Aktuell, wenn wir es nicht im Lektorium erforschen und verbessern. Denn auch dann können wir noch einen zweiten Trupp, also insgesamt 8 Skelette kontrollieren. Der Vorteil dann ist, wie gesagt, die kosten nichts. Die sind halt einfach da. Und respawn noch grundsätzlich jederzeit wieder. Das ist ganz angenehm. So, das Problem ist, wir haben gesehen, wir müssen das Gefängnis bzw. den Kerker hier erforschen. Kostet leider 200 Bösartigkeit. Die haben wir natürlich aktuell nicht. Aber die holen wir uns. Ich habe trotzdem zuerst die Nagas erforscht, weil ohne Nagas, ohne mich. Das mal plump auszudrücken. So, des Weiteren bräuchten wir demnächst mal einen Vortex, weil ich mag meine Dämonen. Aber das wissen wir ja bereits. So, die Frage ist, wo setzen wir die hin? Wir sehen übrigens auch, da und da sind Ziele markiert. Da finden wir den Wurmglibber und die Spinnenbeine. Denn ja, es gibt natürlich im Untergrund nicht nur Spinnen und Drachen. Aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich meine, wir sind schon mal Drachen begegnet, aber ich kann mich auch irren. Ich meine aber schon. Sondern es gibt natürlich auch noch die Würmer. Die Riesenwürmer. Die dürfen ja leider nicht fehlen. Wer auch immer die eingeladen hat. So, hier können wir leider nicht weiterbauen momentan. Aber das wird nicht so das Problem sein. So, wir brauchen ein Hort für die Dämonen. Dann machen wir es so. Dann können wir hier noch ein paar Schlafplätze für die Horde organisieren. Da vorne bauen wir natürlich eine Schatztruhe rein. Zu einer Schatzkammer. Und wir brauchen viel Platz für Werkzeugkisten. Ja, alle anfangen. Das ist meiner Meinung nach mal ein bisschen doof, dass man halt... Also in der Kampagne nimmt es halt echt viel Geschwindigkeit aus dem Spiel. Wenn man immer wieder neu anfangen muss. Ja, das erforschen, das erforschen, das erforschen. Das kostet halt Zeit. Dass man so ein paar Sachen wieder neu erforschen muss, okay, damit kann man leben, aber alles ist halt echt nervig. So, wir können mal ein bisschen investieren. So, was bräuchten wir idealerweise für... Bösartige Kreaturen marschieren über die Termiteninsel? Männer und natürlich Frauen. Haltet sie auf! Für die Allianz!
Also, nicht die Allianz, sondern die Allianz aller guten Völker und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Egal, haltet sie auf! Für die Göttin! Ups! Offenbar waren die Helden hier nicht so dumm, wie sie aussahen und hatten das Getrappel und Geklopfe im Untergrund mitbekommen. Halt ich für euch. Zu allem Überfluss war wohl auch Jaina Overproud selbst anwesend. Ausgezeichnet. Das spart mir viel Arbeit und Weg, wenn ich sie direkt hier niederstrecken kann. Gemach, gemach! So ein irres Budget haben wir wahrlich nicht, um einen Story-Character in einer einzelnen Karte abzufrühstücken. Außerdem galt es nun zunächst, die anmarschierenden Helden aufzuhalten und sie am besten gleich nach einem Aufenthalt im Dungeon-eigenen Hotel Le Kerker dem Höllenschlund zu opfern. Ja, aber bevor wir den Kerker haben, müssen wir erstmal uns auf den Weg machen und uns die Bösartigkeit dafür verdienen. Moment. So. Ihr macht das da schon. Das Böse ist unaufhaltbar. Hört ihr dieses mahlende Geräusch? Das ist ein Riesenwurm, der sich durch den Untergrund frisst. Den hätte ich noch nicht gerne angegraben. Zumal da plötzlich ein Mutterwurm aufgetaucht ist. Nicht nett. Ich will Thanos Kopf. Okay, wir müssen erstmal kurz in den Untergrund, zu in den Dungeon. So, Wir greifen sie von oben an. So, hier mal ein bisschen aufpassen, dass unsere Kreatur nicht sterben. Steht nicht mehr auf. Wobei, die kann sterben. Das ist nicht das Problem, sie ist ja eh schon tot, ne? Hier haben wir schon mal ein bisschen Wurmglibber. Die Termiteninsel war ähnlich der Heldenakademie auf Newbie Island ein von aufstrebenden Abenteurern hochfrequentierter Ort. Als das Gerücht eines neu eröffneten Dungeons die Runde machte, strömten zahlreiche Helden von der ganzen Insel herbei. Diese würden eine unerfreuliche Entdeckung machen, wenn sie doch nicht auf einen wohlbalancierten Einstiegsdungeon trafen, sondern auf die komplexen und mit Fallen gespickten Höhlen des grausamen Bösen. Ja. Noch haben wir weder das eine noch das andere, aber pst. So, wir brauchen aber, um das demnächst mal zu haben, das hier. So, unsere Naga Heldbar, das gefällt mir. So, es sind Feinde in eurem Dungeon. Ausgeben. So, ihr räumt mal auf. Ja, das soll nicht den da hinten heilen, aber okay. Kann ich leben. So. Ich hätte halt gerne Salzsenkung, sehr schön. Wo ist denn da? Ist ein Granada. Dank. Ihr macht euch schon an die Arbeit sehr gut. Das gefällt mir. Trotzdem, je mehr Schnodderlinge, desto besser. Es ist Zahltag. So. Ich sehe halt wegen diesen ganzen Blasen nicht, wer wie viel Leben hat. Oh. Schaffen wir. Alles gut. Ein bisschen Wurmglibber. Und ja, wir brauchen an sich keinen mehr.
Packen trotzdem da rein, weil sonst schwirrt der hier im Dungeon und das ist nicht appetitlich. So. Dann würde ich gerne endlich mal an die Oberfläche und da kommen natürlich gerade Helden. Guten Tag. Überraschung. Das war perfekt getimt. Nicht. So, darf ich jetzt mir hier dieses kleine Feendorf schnappen? Oder was auch immer das sein soll. Das ist natürlich nervig, dass da direkt eine Waldläuferin bei ist, aber gut. Hat uns jetzt nur ein Zombie gekillt, damit können wir gut leben. Vielen Dank. So, damit habt ihr schon wieder eine Auszeit verdient, denn die Bösartigkeit können wir jetzt investieren, und zwar in den Kerker direkt. Außerdem nochmal Schneiderlinge. So, der Kerker ist nicht gerade das günstigste Gebäude, beziehungsweise der günstigste Raum, aber... Ja, das Problem ist, der Kerker hat auch eine Mindestgröße, und zwar nicht wie bei den meisten Räumen irgendwie 2x2, sondern, wie ihr gleich sehen werdet, hat der immer eine Umrandung, was ein bisschen mehr ist. Der erste Kerker war errichtet. Nun konnten Helden nach ihrer Bezwingung im Dungeon eingelagert werden. Dies war für das ruchlose Böse nicht nur wichtig, um dem Höllenschlund seine verlangten Helden zu opfern, sondern generierte am Ende seines Aufenthalts auch noch etwas Bösartigkeit. Genau. Lass sie im Kerker schmoren und verrotten das elende Gutmenschenpack. Ein naheliegender Wunsch der aufbrausenden Protagonistin. Das Allerbeste an der Geschichte war, dass im Kerker abnippelnde Helden auch noch zu Skeletten wurden. Das nekrotische Böse wollte dies natürlich alsbald ausprobieren. Yep, aber dafür müssen wir halt erstmal Helden hier im Dungeon haben. So, des Weiteren würde ich gerne jetzt 100 Bösartigkeit für ein Arcanium verwenden. Denn ohne Zauber geht halt gar nicht. Also geht schon, aber ist nicht so cool. So, dann haben wir mal wieder keine Kohle. Sollten mal wieder ein bisschen sparen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ihr lenkt die Aufmerksamkeit ab und ihr haut den einfach von hinten auf den Kopf. So, sehr schön. Dann kann ich mir die theoretisch nehmen oder ich warte auf Schneiderlinge, aber da habe ich dann Lust drauf gerade. So, Novizin und Lehrling. Dem die Ohren spitzenden Bösen wurde zugetragen, dass die Dämonen des Höllenschlunds vielleicht eine Handvoll Priesterinnen des Lichts gegen eine ihrer Dämoninnen eintauschen würden. Das hörte sich nach einem äußerst interessanten Tauschgeschäft an. Der erste Held erwachte im Kerker und würde mit seinem Ableben wunderbare Bösartigkeit für das ekelerregende Böse erstellen. Hervorragend. Ach ja. Außerdem mussten diese Helden auch im Höllenschlund geopfert werden. Hier musste man sich wohl entscheiden. Ja. Und wir haben uns jetzt für das eine und das andere entschieden. Es wurde ja gerade gesagt, ne, wenn wir ein paar Priesterinnen reinschmeißen, dann könnte das die Dämonen freuen. Und wir wollen die Dämonen natürlich erfreuen. Solche Kleinigkeiten, das hat mit einem Achievement zu tun, was es für diese Mission gibt. Nämlich muss man alle Wünsche der Dämonen erfüllen. Und das wird nicht angezeigt, das ist ein bisschen assi. Aber wenn man zumindest ein minimales bisschen aufpasst und den Game Sound nicht aus hat, kriegt man das mit.
Den anderen habe ich ein bisschen verprügelt. Muss man nicht, beschleunigt den Vorgang aber. Und ihr seht, wir haben dadurch ein Skelett bekommen. Ich mag die Skelette, habe ich ja schon mal gesagt. So, des Weiteren brauchen wir mal einen Schrein da und noch einen zweiten da, weil auch nicht. Und das kann ich eigentlich auch direkt ein bisschen ausbreiten. Platz brauchen wir sowieso für das Arcanium. So, da kommen auch direkt die nächsten Gegner. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, das Problem ist, es ist Zahltag. Natürlich streiten sich die Skelette und die Zombies sozusagen um frische Leichname. Deshalb sollten wir die auch nicht komplett außen vor lassen. Denn nutzlos sind die Zombies definitiv nicht. Allein schon als Kugelfang zwischendurch sind die doch recht nützlich. So, schmeißen wir die Waldhüterin schon mal da rein. Und meine geheimen und mystischen Berater, die nur ich sehen kann, berichten mir, dass es den Dämonen gefallen würde, wenn man einige bogenkundige Elfen in den Höllenschlund werfen würde. Offenbar brauchen sie jemanden, der riesige Mücken jagt. Berater, die nur du sehen kannst? Meine Güte, als wenn deine gespaltene Persönlichkeit nicht schon anstrengend genug wäre. Ich kann nicht wirklich widersprechen. Ich fände es auch besser, wenn Schwester Lieblich endlich jemand anderem auf die Nerven gehen würde. Ja. Wo sie beide recht haben, haben sie beide recht. So. Als erstes das Arcanum können wir erweitern. Da. Dann. Fünf mal sechs reicht vollkommen. Kann man das hier nämlich zuschütten. Dann machen wir da und da den Eingang für rein. Denn dann können die da die Kisten holen und von hier kann dann eine Horde-Kreatur dahin gehen, um die Tüftler-Maschinen zu betätigen. So, und zu gutem Essen gehört natürlich auch ein gutes Bier. Das machen wir von da aus. So. Geld. Das leidige Thema. Ja, fast. Das war fast, was ich wollte. Jetzt haben wir aber das Geld. 3, 2, 1, 2, 1. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, die besuchen wir jetzt auch gleich, keine Sorge. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. So, ihr stürzt euch auf die Heilerin, das ist gut. Die Spinnen, davon brauchen wir auch die Beine, also ist das auch kein Problem. So, dafür schmeißen wir diesmal einen Ork zuerst rein und eine Naga, die ihn heilen kann. Manische Böse hatte das erste Spinnenbein ausgerissen. Genau das, was es für den Höllenschlund benötigte. Achtlos warf es den Rest der Spinne und die verbleibenden sieben Beine zur Seite. Dem die Ohren spitzenden Bösen wurde zugetragen, dass die Dämonen des Höllenschlunds vielleicht eine Handvoll Priesterinnen des Lichts gegen eine ihrer Dämoninnen eintauschen würden. Das hörte sich nach einem äußerst interessanten Tauschgeschäft an. Wir sind ein dabei. Weiterer Lemming stürzte sich von der Klippe. Oh, ich meine Held und Höllenschlund. Tut mir leid. So, die Schützen hauen wir ein bisschen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller.
Weil ich zwischendurch das Gefühl habe, wenn wir sie tothauen, dann war der ganze Aufwand umsonst. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und ja, ich werde eigentlich nur opfern, was uns zugetragen wird, was die Dämonen durchaus verwenden könnten. Denn, ich meine, nicht, dass wir groß irgendwie Mangel an Helden hätten oder so, aber ist halt dann doch recht angenehm. So, ein Braukessel kann schon mal dahin und dahin. Ey, wollt ihr mir auf den Sack gehen? Ja gut, ist diesmal wieder eine Bogenschützin dabei, damit kann ich dann doch leben. So, es sind noch nicht sämtliche Spinnenbeine gewesen, die wir brauchen. Aber viele fehlen nicht. Und wir haben ja noch genug Spinnen hier im Untergrund. Also, da kann man von ausgehen. So. Schon mal die zwei Leichen hier nehmen. So, kurz warten, dass die Waldhüterin aufsteht. Und einmal. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. So, das reicht. Dann würde ich sagen, wir machen für heute hier Schluss. Es ist Zeit. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn sich ein bisschen die Ressourcen in unserem Dungeon gesammelt haben und wir uns dran machen können, in Ruhe die Oberwelt vernünftig zu besudeln. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.